Frauen in Technikberufen sind leider nach wie vor eine Seltenheit. Die Salzburg AG setzt gezielt Maßnahmen, um Mädchen schon im jungen Alter für Technik zu begeistern. Neben einem Robo- und Sommercamp können junge Mädchen zwischen 10 und 16 Jahren auch jedes Jahr beim Girls' Day in technische Bereiche des Unternehmens hineinschnuppern. Wir merken halt schon ganz klar bei den Bewerberzahlen, bei den Lehrlingsausschreibungen, dass diese handwerklichen, technischen Berufe halt vorwiegend Burschen anspricht. Und da wollen wir halt mit beispielsweise dem Girls' Day einfach aufzeigen, dass da mehr gibt und auch motivieren. Weil eins ist auch klar, wir wollen nicht nur Burschen haben, wir wollen im Haus Mädels, die was auch anpacken, die was genauso gut schrauben können, im technischen Beruf für die Energieversorgung da sind. Und es ist ja auch gut für das Unternehmensklima, wo man da Frauen drinnen hat. Die Salzburg AG hat sich da heuer ganz was Besonderes überlegt. Wir haben ein Online-Programm, wo Lehrlinge ihren Beruf vorstellen, Einblick geben, was sie so den ganzen Tag machen, was heißt das, Lehrling zu sein. Und wir haben auch eine Kollegin, die selber schon diesen Weg beschritten hat. Christina Unterweissacher ist 27 Jahre alt und hat in der Salzburg AG eine Lehre zur Anlagen- und Betriebselektrotechnikerin gemacht. Sie steht beim Girls' Day den interessierten Mädchen Rede und Antwort. Also für mich war die Lehrzeit sehr spannend. Wir waren zwei Mädels, wir haben sehr viele Bereiche durchmachen dürfen. Wir haben uns die Schlosserei anschauen können. Ich war kurz auf der Partie, habe mir das anschauen dürfen mit Mastensteigen. Das hat mir eigentlich auch voll getaugt. Du siehst halt durch die Lehrzeit, was liegt da mehr, was liegt da weniger. Ich war auch kurz im Telekommunikationsbereich, das was ich auch nach meiner abgeschlossenen Lehre 3 Jahre gemacht habe. Nebenzu habe ich dann meine Befähigungsprüfung gemacht für Elektrotechnik und mittlerweile bin ich in der Planung für Verteilnetze zuständig. Zu meinen Aufgaben gehören einerseits, dass ich viel auf der Baustelle draußen bin, beziehungsweise vor Baubeginn, dass ich mir das mit den Grundeigentümern ausmache, anschaue, wo fahre ich mit meiner Kabeltrasse. Und andererseits bin ich auch viel im Büro, dass ich meine Planungstätigkeiten machen kann, habe auch noch viel telefonisch zum Abklären. Aber auch die aktuellen Lehrlinge erklären den Mädchen, wie ihr Job abläuft und erzählen ihnen, was das Spannende an ihrer Ausbildung ist. Also ich bin Telekommunikationselektroniker im dritten Lehrjahr jetzt und also wir kümmern uns ums Fernsehsignal und ums Internetsignal für das ganze Land Salzburg und wir wollen die Damen ein bisschen aufklären über unseren Beruf und versuchen alle Fragen von den Mädels zu beantworten und denen das ein bisschen schmackhaft zu machen, dass sie vielleicht ein bisschen mehr bei uns bewerben in Zukunft. Also ich kann Mädels, die sich für einen technischen Beruf interessieren, die Salzburg AG als Arbeitgeber nur weiterempfehlen, weil man kann sich super weiterentwickeln. Du kriegst auch alle Möglichkeiten, in verschiedene Bereiche reinzuschnuppern. Du weißt für dich selber irgendwann, was taugt da am meisten. Also mir hat meine Lehrzeit einfach voll taugt. Wenn ihr euch für eine Lehre bei der Salzburg AG interessiert, klickt einfach auf www.salzburg-ag.at/lehre.